Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns herzlich, Sie auch heute wieder zu einem Webinar begrüßen zu können. Wie Sie wissen, veranstaltet der BAI Webinare zu allen möglichen Themen, zu den großen Assetklassen im Alternatives-Bereich natürlich, aber wir wollen uns heute um Anlageformen kümmern, die vielleicht noch nicht ganz so verbreitet sind und noch einen großen Weg aber vor sich haben. Das Thema des heutigen Webinars lautet Auswirkungen der Corona-Krise auf Kryptowerte. Mein Name ist Annette Olschinka-Rettig, ich bin Geschäftsführerin beim BAI und ich freue mich sehr, einen wirklichen Experten auf diesem Gebiet begrüßen zu dürfen, nämlich Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management. Wenn Sie informiert werden wollen über weitere Webinare, die wir veranstalten, lassen Sie sich gerne auf unseren Rundmail-Verteiler setzen. Dann müssen Sie nicht sich aktiv immer auf die Homepage einklicken. Wenn Sie andere Webinare als Mitglied hier machen wollen mit dem BAI, dann sprechen Sie mich gerne an. Und ach so, ein Hinweis noch, die Folien, es werden Folien zu dem, was Herr Professor Sandner hier jetzt gleich vorträgt, auch im Anschluss an die Teilnehmer an diesem Call versendet. So, gehen wir mal auf die nächste Folie. Ich habe hier nochmal zusammengefasst, was jetzt die nächsten Webinare sind, die kommen. Das ist Opportunities in European Stressed and Distressed Debt. Wir haben die Auswirkungen der Corona-Krise auf Private Equity Secondaries. Wir gucken uns an, was das Ganze für Microfinance heißt und auch für Private Equity Co-Investments. Und was auch noch kommt, wo wir an den Termin noch final abstimmen, wird sein eine Veranstaltung zu Auswirkungen der Corona-Krise auf Private Debt Secondaries. Also wie gesagt, auch dazu wird es zu gegebener Zeit eine Rundmail geben. So, zum Thema. In der Börsenzeitung war unlängst dieses Bild, was die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen zusammenfasst. Und man sieht schon, es gibt da eigentlich im Wesentlichen eine. Herr Professor Sandner wird das gleich nochmal weiter erläutern, wo wir da stehen, ob überhaupt andere eine Konkurrenz haben, nicht eine Konkurrenz, ob überhaupt andere eine Chance haben. Oder das würde mich mal interessieren, wie so ein Bild vielleicht aussehen könnte in 5 Jahren. Das ist, denke ich, auch vielleicht eine spannende Frage. Auf dem nächsten Bild habe ich mal zusammengestellt, wenn wir vom Verband mit Investoren sprechen, dann kommen, wenn man dieses Thema Krypto, Blockchain anspricht, eigentlich immer ähnliche Fragen. Die erste ist diese hier, welche Arten von Krypto-Assets gibt es denn eigentlich überhaupt? Die nächste Frage ist, welche Institutionellen dürfen in Krypto-Assets investieren? Das ist natürlich eine Frage, die umso wichtiger und berechtigter ist auch für Bitcoin. Da geht der Herr Professor Sandner bestimmt gleich drauf ein, weil das natürlich überhaupt mal wichtig ist, auch zu verstehen, wer darf das überhaupt. Was ist die beste Herangehensweise, wenn ich als institutioneller Investor denke, da sollte ich vielleicht mal was machen, das ist eine neue Asset-Klasse. Wie gehe ich da vor, wenn ich mich dort mit institutionellen Investitionen befassen will, wie finde ich die, was ist da ein guter Einstieg? Dann kommt immer wieder auch die Frage nach Volatilität und Rendite und natürlich haben wir jetzt im Moment einen super Praxistest mit der Pandemie, so blöd das klingt, aber natürlich ist es auch immer spannend zu sehen, wie verhält sich denn so etwas in der Krise und da gibt es natürlich noch nicht so viel Erfahrung bisher mit den Kryptowährungen, aber jetzt werden wir auch hören, wie es sich hier zu Corona-Zeiten verhält. Ja, die Korrelation mit anderen Asset-Klassen ist auch immer wichtig und interessant. Und zuletzt auch die Frage, weil es auch immer mal wieder geäußert wird, was sind denn, sind die Kryptowährungen ein Mittel zur Wertsicherung, ähnlich wie Gold? Die Frage ist natürlich auch gerade jetzt zu Krisenzeiten eine interessante Frage. Und ich freue mich, dass wir jetzt gleich von dem Herrn Professor Sandner Antworten auf alle diese Fragen bekommen. Und ja, ich übergebe hiermit das Wort, Herr Professor Sandner, gerne. So, jetzt hoffe ich, dass die Technik funktioniert. Guten Morgen oder guten Mittag ist fast schon besser. Vielleicht mag mir irgendjemand eine Rückmeldung geben, ob mein Ton ankommt. Vielleicht Frau Sie. Sie kommen an. Ich bin aber an und ich kann Ihre Folie noch sehen.
Super, alles da. Das ist natürlich in echt, wenn man Leute vor sich hat, einfacher zu erkennen im Vergleich zu hier. Ich kann auch, wenn Sie wollen, die Webcam anschalten. So, vielleicht kommt es ja irgendwo an. Gucken wir mal, was passiert. Genau, also die Idee ist tatsächlich, Ihnen heute das Thema Bitcoin und Kryptowährungen ein bisschen näher zu bringen. Jetzt muss ich hier noch. So, genau. Dieses. So. Und das war letztendlich die Aufgabenstellung. Die Fragen haben Sie gesehen, die werde ich alle beantworten können, bis auf den Aspekt des tiefen Rechts. Ja, was ist denn Bitcoin jetzt von einer rechtlichen Perspektive her betrachtet? Da müsste man einen Rechtsanwalt fragen. Das heißt, dort endet oder dort grenzt sich die Präsentation ab von anderen. Genau, ich selber beschäftige mich jetzt seit 8 Jahren mit dem Thema Bitcoin. Ich habe vor 4 Jahren das Blockchain Center an der Frankfurt School gegründet. Die Frankfurt School of Finance and Management ist ja in Deutschland eine der Top 10 Wirtschaftsuniversitäten oder Business Schools geworden. Deswegen ist es sicherlich auch ein guter Name, auch um ein Blockchain Center dort aufzubauen. Wir haben uns auch, glaube ich, ganz gut entwickelt. Wir haben inzwischen 14 Mitarbeiter. Wir sind wie so eine Art Institut, wie so eine Art Lehrstuhl aufgehangen, sind auch organisiert wie so ein kleines Profit Center, sind auch leicht profitabel. Das reicht ja für eine Universität auch. Vom Staat wiederum haben wir kein Geld bekommen. Wir sind privatwirtschaftlich finanziert. Unsere Partner, die uns hier helfen, die sehen Sie unten auf der Folie. Commerzbank zum Beispiel, PwC und andere. Ohne die gäbe es kein Blockchain Center. Die sind für uns sehr wichtig. Und Sie müssen uns so ein bisschen sehen wie so ein Fraunhofer-Institut für die Finanzbranche. Wir machen viel Unternehmensberatung, wir machen viel Ausbildung, hatten in der Vergangenheit auch Konferenzen organisiert, die größte Blockchain-Konferenz in Deutschland. Vielleicht war der ein oder andere von Ihnen dort. Und wir helfen natürlich auch einigen Startups auf die Straße um einfach entsprechend Visibility, Know-how zu transferieren, Visibility zu erzeugen und ähnliches. Wir machen Ausbildung mit Video Learning, das heißt, es sind Kurse im Internet, die man kaufen kann. In der Vergangenheit hatten wir auch physische Workshops gemacht. Das machen wir jetzt momentan nicht mehr, sondern sind eigentlich auch sehr elektronisch und sehr digital geworden. Genau, das ist so das Profil und wir beschäftigen uns inhaltlich mit allem, was mit Blockchain und Finance zu tun hat. Das ist auf der einen Seite der Bitcoin quasi ganz links, Ethereum als zweite Kryptowährung auch ganz links. Und dann ganz rechts wäre das der Euro auf Blockchain-Basis. Das ist ein Thema, das gewinnt momentan unheimlich an Fahrt, getrieben durch das Facebook-Projekt Libra. An Fahrt gewinnen bedeutet, dass das Thema beim Bundeskanzleramt aufgehangen ist, inzwischen beim Finanzministerium. Der Bankenverband fordert es, der Bitkom-Verband hat es gefordert. Seit vorgestern gibt es die ersten Spitzenpolitiker in Berlin, die das Thema fordern. Also da geht es quasi darum, den Euro auf ein Blockchain-System zu bringen und dann eben den digitalen Euro auf Blockchain-Basis zu haben. Ja, das wird jetzt den Sommer über wahrscheinlich sehr heiß werden, weil so langsam auch die Leute verstehen, wo die Vorteile sind. Also dieses Spektrum decken wir ab. Wie gesagt, Kryptowährung ganz links, der digitale Blockchain-Euro ganz rechts und eben natürlich alles, was dort in der Mitte ist. Aber jetzt einfach dann direkt zum Thema. Wir wollten uns mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigen. Was Sie hier sehen, ist so eine Art Auszug, wie die Kurstafel von der deutschen Börse abgebildet sind, aber hier eben Kryptowährungen. Diese Liste hier, die Krypto-Fans, auch wie inklusive mir, sicherlich 2, 3 Mal pro Tag anschauen, hat 3000 Einträge abgebildet. Hier sind jetzt mal die ersten 10. Und Sie sehen, dass ganz oben natürlich der Bitcoin ist, das ist bekannt. Dann kommt Ethereum als Nummer 2, dann kommt XRP/Ripple an Position 3, dann kommt Tether und so weiter. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die sind auch zwar vom Format her alle unter dem Wort Kryptowährungen bekannt, sind aber eigentlich so unterschiedlich wie Feuer und Wasser. Also das ist wie wenn Sie einen Aktienindex haben, da gibt es Chemiefirmen, Autofirmen, dann IT-Firmen wie Google und so weiter. Genauso divers ist die Welt hier. Deswegen kann man die ganzen Kryptowährungen unter keinen Umständen auch über einen Kamm scheren, weil einfach quasi hier Technologiebrocken entstanden sind, die sich gar nicht mehr so sehr ähneln, wie man es am Anfang eigentlich gemeint hatte. Also der Bitcoin ist nach wie vor die Nummer 1. Sie sehen in der Spalte Marktkapitalisierung, dass der Bitcoin, als ich die Folien gemacht hatte, das war glaube ich am Montag, hatte der eine Kapitalisierung von 162 Milliarden US-Dollar. Sie kennen die Zahlen der bewerteten DAX-Konzerne besser als ich.
162 Milliarden, das ist so viel wie momentan 5 oder 6 DAX-Konzerne zusammengerechnet. Das ist natürlich schon ein Brocken geworden. War natürlich mal bei Null, war auch schon bei 280 Milliarden. Und die Frage ist natürlich, wo diese Marktkapitalisierung von dem Bitcoin hingeht. Und dann sehen Sie hier auch schon etwas, worauf ich noch später zu sprechen komme, nämlich die Marktkapitalisierung von Ethereum als Nummer 2 ist nur in Anführungszeichen 21 Milliarden US-Dollar. Aber auch selbst das ist 4 oder 5 Mal die Deutsche Bank zusammengerechnet. Ja, das ist auch ein ganz ordentlicher Brocken geworden. Aber Sie sehen hier, dass die Werte dann doch relativ schnell klein werden. Da werde ich mehrfach drauf zu sprechen können, dass eigentlich momentan der Bitcoin wirklich mit Abstand die Nummer 1 ist. Marktanteil 67%. Wenn Sie es Volumen gewichten, ist der Marktanteil sogar noch höher. Und mit Bitcoin und Ethereum gemeinsam haben Sie wirklich den Lion's Share sozusagen abgedeckt, 75% oder mehr. Deswegen beschäftigen sich einige Banken jetzt auch oder auch die Börse Stuttgart oder die Deutsche Börse zunächst mal nur mit dem Bitcoin und vielleicht mit den Rängen 1 bis 5, 1 bis 6, aber eben nicht mit den Rängen 1 bis 3000, weil aufgrund der Liquidität im Markt und aufgrund der Bedeutung, auch aufgrund des Bekanntheitsgrades oftmals nur der Bitcoin relevant ist und sonst erstmal überhaupt gar nichts. Ja. Die Frage ist, ob das so bleibt, aber das ist einfach die Historie. Das heißt, wenn man Medienberichte liest in der Wirtschaftswoche oder auch im Manager-Magazin und dann wird da von 3000 Kryptowährungen gesprochen, ist es zwar formal richtig, aber eigentlich eine irrelevante Information, weil der Bitcoin mit 67% Marktanteil wirklich, also mit Abstand die Nummer 1 war, ist und bis auf Weiteres auch bleibt. Wenn man jetzt hier weitergeht und einfach mal kurz eine Mini-Erklärung macht, was Bitcoin ist, dann ist Bitcoin keine Software, die man runterlädt und dann installiert, sondern bei Bitcoin handelt es sich hier illustrativ gesprochen um das Gesamtnetzwerk weltweit von 10.000 zusammengeschalteten Rechenknoten, die sich quasi gegenseitig synchronisieren. Diese Gesamtheit des weltumspannenden Netzwerks, das ist Bitcoin. Das heißt, Bitcoin ist keine Rechenmaschine, kein Prozessor oder kein Computerprogramm, sondern die Gesamtheit dieser 10.000 zusammengeschalteten Knoten. Und Sie sehen es hier, Ethereum hat 16.000 Rechenknoten. Da erkennt man auch, dass es quasi irrelevant ist, ob ein Knoten ausfällt oder ob vielleicht auch 500 Knoten rausgenommen werden, zum Beispiel durch negative Regulierung in einem bestimmten Land, weil das Gesamtnetzwerk als solches trotzdem weiter überleben kann. Das ist auch resilient gegenüber Stromausfällen. Das Bitcoin-Netzwerk rechnet einfach weiter. Das hat sich jetzt auch gezeigt während des Corona-Crashes da Anfang März. Das Bitcoin-Netzwerk hat konstant alle 10 Minuten einen neuen Block ausgespuckt und hat sich von dem Stress im Markt überhaupt gar nicht stören lassen. Das war sehr beeindruckend, das zu beobachten. Bitcoin ist ein offenes Netzwerk. Jeder kann einen Knoten betreiben. Ich, Sie, alle. Und dementsprechend ist es geografisch eben inzwischen relativ verbreitet. 10.000 Knoten. Es gibt keine rechtliche Instanz, die Sie anpacken können. Auch der Staat kann nicht zugreifen, weil er gar nicht weiß, wen er ansprechen kann. Bitcoin ist schlicht und ergreifend einfach da und hat keine Legal Body, keine rechtliche Instanz, die sie quasi auch zum Umdenken, zum Aufhören oder zu was Ähnlichem bringen können. Damit ist Bitcoin da und damit kann Bitcoin auch gar nicht mehr gestoppt werden. Selbiges gilt auch für Ethereum und für ein paar andere Kryptowährungen. Das heißt aber von der Implikation her, dass uns Bitcoin die nächsten Jahre oder auch Jahrzehnte beschäftigen werden, weil sie Bitcoin nicht mehr abschalten können. Die Preisfrage ist was anderes. Geht der Preis hoch oder runter? Das ist eine andere Frage, aber technisch gesehen ist das Gesamtkonstrukt so gebaut, dass es niemand abschalten kann, auch selbst wenn 2, 3 Staaten sich gegen Bitcoin stemmen und versuchen, Bitcoin abzuschalten, so wird es immer noch irgendwelche Leute auf der Welt geben unter diesen 10.000 Rechenknoten, die das Netzwerk am Laufen halten. Das Netzwerk ist damit relativ groß geworden, ist relativ sperrig, relativ behäbig und hat deswegen eben auch einen relativ kleinen, niedrigen Transaktionsdurchsatz. Damit eignet sich es natürlich auch nicht für Zahlungsverkehr, sondern man muss es eigentlich vom Konzept her eher so sehen wie digitales Gold. Also die Architektur, wie Gold funktioniert, mit Goldminen, mit Baggern, mit Personal, wo quasi Goldklumpen aus der Erde gegraben werden, ist sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem Bitcoin-Netzwerk, wo statt Bagger zum Beispiel Rechenmaschinen stehen, wo statt Bauarbeiter IT-Ingenieure stehen und wo statt Diesel Strom verwendet wird, um eben diese Bitcoins im Sinne des digitalen Golds zu fördern. Also ich weiß, dass manche Leute von Ihnen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen schmunzeln, aber wir können auch gerne nochmal einen zweiten Vortrag ansetzen, wo man das Thema Bitcoin und vor allem die Ähnlichkeit zu digitalem Gold sehr, sehr, sehr schön herleiten und auch beweisen kann. Demgegenüber gibt es
Permissioned-Netzwerke, das sind quasi unternehmensspezifische Netzwerke. Hier mal jetzt einfach illustrativ ein Netzwerk mit 50 Rechenknoten mit einem asiatischen Schwerpunkt zum Beispiel. Und hier die Kernmerkmale, das handelt sich zum Beispiel hier um ein Konsortium von Banken, wo nur ausgewählte Parteien beitreten dürfen. Das Libra-Konsortium wäre etwa ein solches. Ja, das heißt, das Libra-Konsortium soll, Stand heute, aus 100 Teilnehmern bestehen. Da kann nicht jeder teilnehmen. Das heißt, die werden ausgewählt. Dabei hat das Konsortium eben auch eine rechtliche Einheit. Das heißt, zum Beispiel ein Verein oder eine Stiftung oder was Ähnliches. Und kann damit auch vom Staat angesprochen werden. Ja, das heißt, diese Legal Entity muss sich natürlich gemäß den Regeln verhalten und kann vom Staat her auch abgeschaltet werden, wenn die Regeln gebrochen werden. Ja, das heißt, ich habe einen rechtlichen Körper, das quasi was hilft, dieses Netzwerk zu betreiben. Deswegen ist eine rechtliche Einheit auch haftbar und deswegen muss dieses Netzwerk hier rechts auch nach den Regeln spielen. Es handelt sich damit, weil die Governance anders ist, um ein relativ schlankes Netzwerk, sodass dort auch ein relativ hoher Transaktionsdurchsatz möglich ist. Die Chinesen haben gesteuert von der chinesischen Zentralbank jetzt ihre digitale Variante der chinesischen Währung in Betrieb genommen, und zwar in ersten Teststätten. Das ist genau so ein Netzwerk, was unterhalten wird von verschiedenen Konsortialteilnehmern. Und in ersten Städten werden hier schon Löhne bezahlt auf der Basis von Blockchain in der Notation der chinesischen Währung. Ja. Damit ist im Übrigen die chinesische Zentralbank der EZB wahrscheinlich 6 oder 7 Jahre voraus, weil die EZB die Bedeutung von dem digitalen Euro noch nicht erkannt hat. Das konnte man sehr schön am Montag wieder lesen, als eine Rede zu dem Thema bekannt gegeben wurde. Ich persönlich habe mich da zurückversetzt gefühlt ins Jahr 2017, weil sich da bei der EZB inhaltlich gar nichts verändert hat, ehrlich gesagt. Die EZB ist auch weder auf das wirklich gute chinesische Projekt eingegangen, noch auf das Projekt Libra, was ab nächstem Jahr funktionieren wird im Markt. Das ist eigentlich auch nicht so schön, dass man hier eben, wie gesagt, alte Kamellen aus 2017 wieder aufwärmt. Und deswegen ist wahrscheinlich der Abstand zu der chinesischen Zentralbank wird eher größer und nicht kleiner. Genau, jetzt aber zurück zu den Kryptowährungen. Der Bitcoin-Preis war, als ich den Screenshot aufgenommen habe, bei 8.800 US-Dollar. Wie hat er sich über die Zeit hinweg entwickelt? Das sehen Sie hier. Sie sehen hier die Zeitschiene von 2014 bis jetzt 2020, aber eben in einer logarithmierten Form. Deswegen ist die Spitze im Jahr 2018 oder Ende 2017 ist quasi hier zwar erkennbar, aber natürlich aufgrund der Skalierung anders dargestellt als in einem unlogarithmierten Chart. Und da sehen Sie, dass der Aufwärtstrend nach wie vor intakt ist, bis eben auf dieser kleine Durchbruch rechts oben, wo quasi die Corona-Krise dazu geführt hat, dass wie bei allen Assets der Bitcoin eben auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber er hat sich inzwischen auch wieder erholt auf Vor-Corona-Niveau, anders als die Aktien im Übrigen. Von der Angebotsmenge her ist Bitcoin beschränkt. Es wird jemals maximal 21 Millionen Bitcoins geben. Stand heute sind wir bei 18,4 Millionen Bitcoins, die erzeugt werden. Und da sehen Sie hier die Funktion dazu. Ganz links unten hat der Bitcoin begonnen im Januar 2009. Inzwischen sind wir im Mai 2020 angekommen. Ich habe es hier markiert. Und die Kurve hier zeigt jetzt mal die Bitcoin-Mengenverfügung an bis zum Jahr 2055. Die Kurve, die geht natürlich dann noch weiter. Und man sieht hier, dass quasi alle 2 bis 4 Jahre das sogenannte Halving durchgeführt wird. Da wird quasi die Angebotsmenge von Bitcoin gekürzt, so wie jetzt am letzten Montagabend um 21.50 Uhr, als die Angebotsmenge von Bitcoin gekürzt wurde. Preislich hat sich nicht hier groß was getan. Das Netzwerk hat einfach weiter gerechnet und man sieht, dass durch die Kürzung des Angebots letztendlich dann diese gekrümmte Kurve entsteht, die, man kann es leicht erkennen, ein paar Knicke hat, und bei jedem Knick findet eben dieses Halving statt. Das führt dazu, dass am Ende dann die Angebotsmenge auf 21 Millionen Bitcoins beschränkt sein wird. Die Kapitalisierung, habe ich schon gesagt, ist bei 162 Milliarden. Jetzt vielleicht ein, zwei Worte zu Ethereum. Ethereum ist vom Konzept her ganz anders als Bitcoin. Ja, Bitcoin ist so ein bisschen wie digitales Gold vom Konzept her. Ethereum ist anders. Ethereum ist wie so eine Art weltweite Transaktionsplattform. Überall, wo Sie einen Rechenknoten überall, wo Sie einen Rechenknoten haben, können Sie
mit Ethereum-Transaktionen empfangen oder eben aufgeben. Es gibt auch schon heute zum Beispiel Wertpapiere nach deutschem Recht auf Ethereum-Basis. Das heißt, Sie können dieses Wertpapier nach deutschem Recht hier in Deutschland wegschicken und innerhalb von 20 Sekunden ist dieses Wertpapier nach deutschem Recht dann zum Beispiel in Argentinien eingetroffen. Ja, das können existierende Legacy-Systeme so nicht. Es gibt auch schon erste Ansätze, wo der Euro oder der Dollar auf Ethereum obendrauf montiert wird. Dann können Sie den Euro oder den Dollar durch die gesamte Welt schieben, also Ende-zu-Ende-Transaktion von mir, Philipp Sandner hier in Köln, nach Argentinien zu jemandem innerhalb von 20 Sekunden. Das kann kein anderes System. Und das zeigt halt auch die Mächtigkeit dieser Infrastruktur für Transaktionen. Ethereum lässt damit auch zu, andere Arten von Assets obendrauf zu bauen, also Wertpapiere, Währungen, alle Arten von Rechte oder auch andere zweite Ebene Kryptowährungen. Und Ethereum lässt auch die Programmierung von Zahlungsschlüssen zu. Das sind die sogenannten Smart Contracts. Ja, programmierte Zahlungsschlüsse sind zum Beispiel Treuhandprozesse, Zinszahlungen, Factoring, Leasing, Kredite. Das sind alles programmierbare Zahlungen, die Sie dort per Programmcode auf dieser Plattform hochladen können, wie so eine Art App, kann man eigentlich sagen. Und richtig spannend wird es eigentlich, wenn der Euro mal final auf Ethereum-Basis obendrauf montiert wurde, dann könnte ich diverse Finanzprodukte wie einen Kredit zum Beispiel in Euro-Notation auf Ethereum obendrauf programmieren. Ja, das geht relativ schnell voran. Gerade dieses sogenannte DeFi-Ökosystem, mag der ein oder andere von Ihnen gehört haben, beschäftigt sich jetzt gerade ganz intensiv mit der Bereitstellung von wertstabilen Geld, nicht unbedingt Euro, aber eben Geld und eben dann mit der Vergabe von Krediten basierend darauf. Wie vorher schon angedeutet, diese zwei Kryptowährungen haben Volumen ungewichtet 76% des Marktes. Wenn Sie das Volumen gewichten, sind Sie bei 85 oder bei 90%. Das heißt im Umkehrschluss, dass Ränge 3 bis 3.000 gar nicht so sehr relevant sind, wie manche Medien uns manche Glauben schenken lassen. Auch die ICOs, die wir kennen aus der Vergangenheit, sind quasi irrelevant. Deswegen beschäftigt sich zum Beispiel die deutsche Börse Stand heute also laut Vortragenden oder auch laut Panel-Diskussionen auch mit den Bitcoin, sonst mit gar nichts. Die Börse Stuttgart beschäftigt sich mit den Rängen 1 bis 7, glaube ich, oder 1 bis 8. Das heißt, viel, viel von dem Rattenschwanz hinten dran, von dem Longtail, wird gar nicht groß beachtet, weil halt auch die Marktliquidität, die sehen Sie hier beim Volumen, bei der Volumenspalte sehen Sie das, wie die Liquidität ist. Da braucht Wenn Sie als Institutioneller aktiv werden wollen, brauchen Sie einen tiefen Markt und das ist momentan eigentlich nur bei Bitcoin und bei Ethereum gegeben. Tether ist der stabile Dollar auf Blockchain-Basis, der hat natürlich ein höheres Volumen, aber warum sollte man in den Dollar anlegen? Das macht natürlich keinen Sinn. Das ist hier ein Payment-Mechanismus für das Kryptowährungsökosystem. Genau, jetzt zu den Fragen. Kryptowährungen zeigen eine relativ hohe Korrelation mit sich selber. Das heißt, mit Bitcoin. Bitcoin ist sehr stark korreliert mit anderen Kryptowährungen. Das heißt, die gesamte Tabelle, die ich eben gezeigt hatte, hat eine sehr, sehr, sehr starke Interkorrelation. Das führt zum Beispiel dafür, dass dieses Bild hier entsteht. Das ist die Korrelation zwischen Bitcoin und Ethereum jetzt mal über 6 Jahre dargestellt. Und Sie sehen hier, dass die Korrelation zwischen diesen beiden Kryptowährungen fast über 6 Jahre durchgängig über 65% war. Mit einer Ausnahme hier und da war dann die Korrelation nur 40% oder 50%, aber ansonsten ist die immer gegeben. Und deswegen kann man an der Stelle auch festhalten, dass zum Beispiel ein Kryptoindex Stand heute überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja, es ist alles mit dem Bitcoin korreliert. Bitcoin ist hier das Leitasset für den gesamten Markt. Wenn der Bitcoin abstürzt, stürzt alles andere auch ab. Deswegen muss man sich technisch gar nicht auf einen wackeligen Boden begeben und mit irgendwelchen verrückten Kryptowährungen experimentieren. Sondern der Bitcoin ist das Maß aller Dinge momentan und steuert quasi durch diese hohen Korrelationen alle anderen Kryptowährungen quasi mit. Das Risiko bei Bitcoin ist natürlich auch existent. Die Volatilität ist bei Bitcoin auch riesenhoch. Deswegen frage ich mich auch immer, warum verschiedene Startups sich mit einem Kryptoindex beschäftigen. Dadurch wird die Volatilität nicht geringer, sondern eher höher und gleichzeitig wird das IT-Risiko und das Sicherheitsrisiko, das Hacker-Risiko viel höher. Deswegen macht mathematisch und auch inhaltlich ein Kryptoindex aus meiner Sicht Stand heute keinen Sinn, weil die Korrelation so unglaublich hoch ist. Deswegen gibt es den Bitcoin, Ethereum, also die Ränge 1, 2, 3, 4 vielleicht und sonst erstmal wenig bis gar nichts.
Kryptoassets zeigen keine klare Korrelation mit anderen Assetklassen. Hier mal beispielhaft dargestellt die Korrelation über mehrere Jahre mit dem S&P von 2015 bis 2020. Eine klare Korrelation einer Assetklasse würde man sehen, wenn quasi eine Linie systematisch über der 0,4 oder über der 0,6 wäre. Aber hier sehen Sie ein Zickzack wie bei einem Oszillogramm. Ja, das heißt, es geht Zickzack in den negativen, Zickzack in den positiven Bereich. Wenn man das jetzt mittelt mit einer Art 1, 2, 3 Monatsdurchschnitt, dann kommt quasi eine geglättete Kurve raus im Bereich minus 2 bis plus 0,2. Und damit kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass keine klare Korrelation da ist zwischen Bitcoin und anderen Assetklassen. Manchmal, eben wie jetzt bei dem Corona-Crash im März, ist aufgrund anderer Markteffekte, also hier Panikverkäufe, Deleveraging und so weiter, natürlich punktuell die Korrelation relativ hoch. Aber meine Annahme wäre, dass die Korrelation jetzt in den nächsten Monaten tendenziell auch wieder in den Nullerbereich reingeht, also zumindest unter 0,4. Ja, jetzt Bitcoin während der Corona-Krise. Wollte ich auch noch kurz darauf eingehen. Was Sie jetzt hier sehen, ist der Bitcoin-Preis wieder in logarithmierter Form für ein Jahr geplottet, also quasi Juni 2019 bis Mai 2020. Und da sieht man hier rechts mit dem Strich eingemarkert, dass man jetzt so langsam wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht hat. Für die letzten 6 bis 8 Wochen kann man einen Aufwärtstrend erkennen. Das ist kein Zufall, sondern man sieht hier wirklich deutlich, dass das Interesse nach dem Bitcoin steigt. Ja. In den nächsten 1, 2 Wochen wird die erste Wertpapierhandelsbank in Frankfurt bekannt geben, dass sie ein Bitcoin-Desk eröffnet für institutionelle Anleger. Dann hat die Börse Stuttgart große Erfolge beim Gewinnen von Kundschaft für Retail-Bitcoin-Trading. Die haben inzwischen 110.000 Kunden gewonnen innerhalb von einem Jahr. Das ist auch beachtlich. Dann gibt es diverse Securitized Bitcoins, also ein Bitcoin innerhalb eines Zertifikats oder ein ETN oder ein ETP auf dem Bitcoin. Das sind alles quasi, wenn Sie so wollen, On-Ramps, die gebaut werden, damit quasi frisches Geld von außen in das Ökosystem reinfließt. Dann geht die Nachfrage hoch und folglich eben auch der Preis. Das kann man hier erkennen. Und ich erlebe das auch selber mit, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Woche wieder mit Journalisten gesprochen habe. Da ändert sich nämlich die Tonalität. Das ist sehr spannend. Vor 2 Jahren wurde ich immer gefragt, wie das ist mit dem Stromverbrauch, Terrorismusfinanzierung und so weiter und so fort. Inzwischen ist hier wirklich echtes Interesse zu erkennen. Die Leute wollen verstehen, was ist Bitcoin? Ist es wie digitales Gold oder nicht? Was war jetzt dieses verrückte Happening am Montagabend? Ist Bitcoin schon im Einsatz oder nicht? Das ist wirklich ehrliches Interesse, wohingegen vor 2 Jahren Journalisten oftmals Suggestivfragen gestellt hatten. Das heißt, da ändert sich die Tonalität. Das heißt natürlich noch nicht, dass viele Leute jetzt beginnen, Bitcoin zu kaufen, aber quasi die Vorstufe von einer Investitionsentscheidung ist natürlich zunächst mal Interesse. Und ich gehe schon davon aus, dass Investitionsentscheidungen dann in den nächsten Monaten oder Quartalen folgen werden. Sonst würde also eine Frankfurter Wertpapierhandelsbank ja nicht jetzt an einem Bitcoin-Desk für institutionelle Investoren arbeiten. Ja, und was ist Bitcoin im Kern eigentlich? Da habe ich diese Grafik hier gefunden, die mich sehr beeindruckt hat, weil das Narrativ sich nämlich ändert. Als Bitcoin erfunden wurde, hatte das keiner von uns im Call auf dem Radar. Ich auch nicht. Ich bin im Jahr 2013 dazugekommen und in dieser ersten Phase, sehen Sie hier in Blau dargestellt, war es letztendlich ein Proof of Concept für ein elektronisches Äquivalent zu Bargeld. Nicht mehr und nicht weniger. Es war auch ein günstiges Zahlungsnetzwerk weltweit, damals schon in Rot dargestellt. Und es war zudem auch censorship resistant, das heißt, jeder konnte Geld transferieren. Daher rührt auch der schlechte Ruf, weil das Darknet teilweise natürlich auch mit Bitcoin bezahlt wurde. Diebstahl, Mörder, Waffen, Drogen und so weiter, das ist alles bekannt und war in der Vergangenheit natürlich auch so, kann man auch nicht beschönigen. Dann hat das Narrativ sich begonnen zu ändern, 2012. Das heißt, da wurde dann, der Bitcoin hat sich verbreitet, zunächst mal im Bereich Kriminalität und wurde dann durchaus zu einer anonymen Darknet-Currency, hier relativ bedeutend in Grau dargestellt.
Oben in Türkis wird auch anerkannt, dass es eine kleine Art von programmierbarer Datenbank ist, war aber zu dem Zeitpunkt eigentlich unbedeutend. Dann geht quasi hier das Narrativ weiter und Sie sehen hier, dass so langsam 2014 erkannt wird, dass es eigentlich eine Reserve Currency für den gesamten Kryptomarkt ist. Das materialisiert sich dadurch, dass der Bitcoin wirklich hart programmiert ist bei 150 Kryptobörsen. Das führt zu einem Momentum-Effekt, dass der Bitcoin gar nicht mehr aus dem Ökosystem entfernt werden kann, weil alle Kryptobörsen ihren Basiswert Bitcoin haben als Programmcode. Niemand kann das über Nacht ändern. Niemand ändert solchen so einen harten Eingriff in ein Betriebssystem einer Börse. Und dementsprechend ist da Momentum da für den Bitcoin, weil der Bitcoin tatsächlich die Reservewährung geworden ist für das ganze Krypto-Ökosystem. Inzwischen wird Ethereum potenziell auch als Reservewährung spekuliert, aber trotzdem ist es schon noch so, dass der Bitcoin wirklich mit Abstand die Reserve Currency Nummer eins ist. Und dann sehen Sie hier auch, dass quasi andere Narrative verschwinden, zum Beispiel das Proof of Concept für Cash, für Bargeld, für elektronisches Bargeld verschwindet hier in Blau ganz unten. Und andere Dinge werden so langsam schwächer, zum Beispiel wie das anonyme Darknet-Kriminalitätsfinanzierungs Zahlungsnetzwerk, das wird so langsam ein bisschen schwächer, bis wir dann jetzt in der aktuellen Welt angekommen ist. Man weiß inzwischen, dass natürlich, wie beim Dollar und dem Euro auch, natürlich hier und da auch kriminelle Machenschaften finanziert werden, aber die Hauptwährung für Kriminalität ist und bleibt der Dollar und andere traditionelle Währungen, das ist Fakt. Der Bitcoin gehört natürlich auch dazu, aber vom Prozent her ist das alles quasi symmetrisch. Dann haben Sie inzwischen das Narrativ, dass es sich mutmaßlich um ein Commodity handelt, also sowas wie digitales Gold. Und zudem entsteht auch die Erkenntnis so langsam, dass es sich um ein unkorreliertes Financial Asset handelt. Andere Dinge wie zum Beispiel Payment Network oder auch Proof of Concept für Cash verschwinden vom Narrativ her in Gänze. Hier nochmal die Kurve in Gänze dargestellt und da sieht man auch, dass wir alle, inklusive mir, oftmals dieses aktuelle Narrativ von den jüngeren Zeiten gar nicht immer irgendwo glauben wollen, weil wir manchmal eben noch so in den Medienberichten von vor ein, zwei, drei Jahren hängen, als halt das Narrativ noch ein anderes war. Ja, was jetzt eine faire Bewertung für Bitcoin, das ist natürlich das Maß aller Dinge, weil wer das weiß, kann dann entsprechend long gehen oder short gehen. So langsam kristallisieren sich erste Bewertungsmodelle für den Bitcoin heraus. Die ganze Präsentation hat jetzt ein bisschen einen Bitcoin-Einschlag, weil eben der Bitcoin mit 67% Marktanteil und Volumen gewichtet sowieso die Nummer eins ist und auch bleibt bis auf Weiteres, weil auch die deutsche Börse sich mit dem Bitcoin beschäftigt, weil jetzt auch JP Morgan begonnen hat, Kryptowährungsbörsen als Kunden zu akzeptieren. Das war jetzt, glaube ich, am Montag in den Medien. Und deswegen gibt es eben die Ränge 1 bis 3 und sonst erstmal nichts, auch insbesondere für Investoren. Deswegen hatte ich mir überlegt, eben dem Bitcoin einen kleinen Überhang in der Präsentation zu geben, weil er letztendlich so das Schlachtross des Marktes ist. Ich kann es auch mal ganz prominent sagen, wenn der Bitcoin fehlschlägt, zum Beispiel technische Probleme erzeugt und dann verschwinden Bitcoins oder es gibt eine Hash-Kollision oder ähnliches, dann würde das auch dazu führen, dass mein Job ehrlich gesagt über Nacht verschwunden wäre, weil dann sich niemand mehr für Kryptowährungen, Blockchain und ähnliches interessieren würde. Dann würde quasi dieses gesamte Ökosystem auch mit allen Blockchain-Anwendungen, die man so kennt, erstmal wirklich ganz stark ins Stocken geraten, weil man an der Technologie zweifelt. Und deswegen kommt der Bitcoin auch ehrlich gesagt eine sehr große Signalwirkung zu. Sie sehen hier jetzt mal die gesamten Kryptowährungen dargestellt. Es war eine Bewertung letztes Jahr mit 266 Milliarden, Bitcoin damals mit 187 Milliarden, Uber damals mit 55 Milliarden. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit anderen Assetklassen, kann man mal erste Vergleiche anstellen. Apple damals mit ungefähr einer Billion, also 1 Trillion. Goldmarktkapitalisierung damals 2019 mit 8 Trillions, also 8 Billionen, inzwischen 9. US-Geldmenge M2, damals 14 Trillions, inzwischen auch ein bisschen mehr geworden. Und natürlich Aktienmärkte, die sind ein bisschen runtergegangen damals oder ungefähr gleich geblieben. Und die Frage ist natürlich jetzt, ist Bitcoin fair bewertet oder nicht? Und dazu muss man zunächst mal überlegen, mit was ich Bitcoin eigentlich vergleiche, wenn es denn eine neue Assetklasse ist. Und da kommt man dann, wenn man tiefer reingeht, zum Ergebnis, dass eigentlich Gold das sinnvolle Vergleichsinstrument ist.
Und wenn ich jetzt diese 187 Milliarden ins Verhältnis setze zu den damaligen 8 Billionen, also 8 Trillions, dann komme ich auf einen Wert von ungefähr 1,5 plus minus Prozent von Bitcoin in Relation zu Gold. Und jetzt ist die Frage die, ist 1,5 Prozent von Bitcoin im Vergleich zu Gold, ist das fair, ist es zu wenig oder ist es zu viel? Diese Frage müsste man eigentlich tiefer ergründen. Hat Bitcoin das Potenzial auf 3% von Gold zu kommen, dann würde sich der Preis verdoppeln. Hat Bitcoin das Potenzial auf 10% von Gold zu kommen, dann würde es sich verfünffachen oder vervierfachen. Oder ist Bitcoin eigentlich bei 0,5% von Gold besser aufgehoben, dann würde der Preis um 60% abstürzen von jetzt. Ja, das ist eigentlich die Frage, die man ja wahrscheinlich als Investor auch für sich selber beurteilen muss. Da gibt es wenig Studien und es gibt auch keine Instanz, die hier die Wahrheit für sich beanspruchen könnte, weil das momentan auch gar nicht so richtig erforscht ist. Aber es gibt einen Ansatz, den ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Das ist der sogenannte Stock-to-Flow-Ansatz, der jetzt so seit März 2019, also so seit einem Jahr, sehr stark in Diskussion gekommen ist. Und ich persönlich halte den jetzt auch nicht für ganz fehlerfrei, ganz klar. Aber er hat schon ein paar ganz gute Argumente, die man vorzeigen kann. Aber wie gesagt, hat natürlich auch ganz große Schwächen. Der Stock-to-Flow-Ansatz zur Bewertung jetzt mal von Bitcoin bedeutet, dass er versucht, Commodities in eine Metrik zu packen. Und was hier gemacht wird, ist, dass man den Stock an Gold nimmt und den quasi teilt durch den jährlich hinzukommenden neuen Goldmenge, die quasi aus dem Boden gefördert wird. Ja, und dann sehen Sie hier die Zahlen. 185.000 Tonnen von Gold gibt's. 3.000 Tonnen kommen pro Jahr dazu. Jetzt mache ich die Division, dann komme ich bei 62 raus. Und ganz rechts ist die Marktkapitalisierung. Jetzt mache ich bei Silber das Gleiche. Da sehen Sie, es gibt mehr Silber auf der Welt, 550.000 Tonnen. Aber auch kommt pro Jahr sehr viel mehr, also relativ mehr Silber auf den Markt. Damit habe ich ein Verhältnis von 22. Palladium ähnlich, Platin ebenfalls. Und die Logik von dem Stock-to-Flow-Model ist eben, dass quasi je höher der Stock ist im Markt und je niedriger das neu hinzukommende Asset, ja, also je höher dieses Stock-to-Flow-Verhältnis, desto härter ist eigentlich dieses Asset. Und dementsprechend kann man sagen, dass Gold nach dieser einzelnen Metrik, jetzt, man müsste natürlich viele andere Metriken auch noch nehmen, aber nach dieser einzelnen Metrik ist eben Gold das härteste Asset Stand heute auf der Welt. Kein anderes Asset ist quasi härter als Gold, noch nicht mal Silber, Palladium oder Platin. Nach dieser Metrik, das heißt, man muss natürlich Annahmen treffen, um an diese Metrik zu kommen. Wenn man diese Annahmen glaubt, kann man natürlich bestreiten, wenn man aber an diese Annahmen glaubt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass nach dieser einen Metrik Gold das härteste Asset ist, was man kennt. Und jetzt hat eben ein Autor im Internet quasi von der Logik her Bitcoin mit Gold verglichen und hat eben dann den Stock-to-Flow, die Stock-to-Flow-Metrik berechnet über den jeweiligen Bestand an Bitcoins zum jeweiligen Zeitpunkt und dann natürlich eben auch den entsprechenden Zufluss an neuen Bitcoins pro Jahr. Das heißt, da wurde jetzt quasi die Stock-to-Flow-Metrik für die letzten Jahre nachgebildet und das ist das, was Sie jetzt hier in Blau sehen, nicht in Rot. Also in Blau ist der Korridor, der durch die Stock-to-Flow-Metrik vorgegeben wird. Und das wird dann wiederum ins Verhältnis gesetzt mit der mutmaßlichen Marktkapitalisierung, die man von Gold kennt. Und dann zeigt sich eben hier dieses Bild an, das momentan innerhalb der kleinen Bitcoin-Community viele Leute glauben, dass quasi hier blau der Korridor ist, in dem der Bitcoin-Preis sich in Zukunft entwickeln wird. Und rot ist quasi der Preis der Vergangenheit, der empirisch beobachtet werden konnte. Und dann sehen Sie, dass quasi, der ist auch wiederum logarithmiert, der Preis kam natürlich von null, ganz links unten, ist momentan bei ungefähr 10.000. Und dann sehen Sie, da wo die roten Punkte rechts enden, da ist quasi heute hier der April, Mai 2020. Und dann springt jetzt quasi hier dieser blaue Korridor nach oben. Das ist letztendlich deswegen passiert, weil die Bitcoin-Angebotsmenge reduziert wurde durch das Halving. Wenn ich die Bitcoin-Angebotsmenge reduziere, erhöhe ich dadurch ja auch die Stock-to-Flow-Ratio. Also wenn Sie nochmal hier zurückgehen auf diese Tabelle hier, wenn Sie jetzt quasi von heute auf morgen die Goldmenge halbieren würden, nicht auf 3.000, sondern auf 1.500 Tonnen,
Dann hätten Sie das Ergebnis, dass die Stock-to-Flow-Ratio natürlich sich verdoppelt, weil ja das Angebot im Markt, die 185, ja gleich bleiben. Und das ist das, was bei dem Bitcoin eben jetzt quasi in der Metrik Stock-to-Flow eben passiert. Deswegen ist der blaue Korridor für die nächsten Jahre nach oben gesprungen, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann ganz rechts oben das nächste Halving passiert, dann springt der Korridor wieder nach oben. Und jetzt, so hofft eben die Bitcoin-Community, müsste sich eigentlich der rote Preis in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wieder in diesen Korridor reinbegeben. Das ist so der Wunsch und die Hoffnung vieler, auch ein bisschen indoktriniert, das muss man zugeben, aber die Hoffnung ist halt da, weil halt die Leute natürlich sich wünschen, dass der Bitcoin-Preis steigt. Wie gesagt, in dem Modell sind Annahmen drin, aber ein paar gute Argumente sind trotzdem natürlich nicht zu unterschätzen. Einfach mal die Zahlen gemacht. Wenn der rote Preis jetzt von den heutigen 10.000 Euro springen würde in diesen blauen Korridor hinein, in den nächsten 12 oder 14 Monaten, dann würde das eine Wertsteigerung hier nach dieser logarithmierten Achse auf der Y-Achse bedeuten von Faktor 10. Ja, der Bitcoin-Preis würde dann von 10.000 auf 100.000 Dollar steigen müssen, dann wäre er wieder in diesem blauen Korridor drin für die nächsten Jahre. Allerdings ist es so, dass der Preis natürlich, wissen Sie viel besser als ich, immer nur ein Ergebnis ist von Angebot und Nachfrage. Die Angebotsseite habe ich gerade quasi erklärt, die ist quasi fest und berechenbar. Und die Nachfrageseite ist natürlich jetzt interessant, weil woher soll denn bitte schön diese enorme Nachfrage kommen, dass sich der Preis überhaupt anhebt von, wie vorgezeichnet, 10.000 auf 100.000 Dollar? Kommt das oder kommt es nicht? Dazu muss die Nachfrageseite sich enorm entwickeln. Und das ist eben jetzt die Frage, ob das passiert. Und jetzt kommen ein paar Indizien, warum sich die Nachfrageseite entwickeln könnte. Aber ich bin selber ehrlich gesagt schon auch skeptisch, ob die sich derart entwickelt, dass man von 10.000 auf 100.000 Dollar pro Bitcoin gehen würde, also Faktor 10. Ja. Aber ein paar Indizien gibt es. Die Frage ist jetzt, warum sollte der Bitcoin überhaupt steigen oder andersrum formuliert, warum sollte die Nachfrage nach dem Bitcoin steigen? Jetzt sehen Sie hier eine Pressemitteilung aus dem Januar letzten Jahres, also quasi die ist 1,5 Jahre alt, ungefähr 1,4 Jahre. Da hat die Börse Stuttgart eine Strategie gezeigt, dass sie jetzt in den Börsenbetreiber werden wird für Bitcoin. Ist alles schon umgesetzt. Bison ist live mit 110.000 Investoren. Die BSDX, die Börse Stuttgart Digital Exchange, ist auch schon live als Bitcoin Desk für institutionelle Investoren. Das heißt, da hat die Börse Stuttgart jetzt hier in Deutschland mal eine On-Ramp gebaut für Retail-Investoren und dann im Sommer letzten Jahres auch für Institutional-Investoren. Dann gibt es Startups, die den Bitcoin in ein ETN oder in ein ETP verpacken. Dieses ETN-ETP soll auch jetzt mal irgendwann in den nächsten Monaten im Xetra-Segment gelistet werden. Das hätte schon geschehen sollen, gab aber noch Probleme mit Regulatoren. Trotzdem sehen Sie hier die Pressemitteilung aus dem Oktober letzten Jahres. Wie gesagt, ist noch nicht eingetreten, aber wird wahrscheinlich jetzt noch kommen. Das hier ist wiederum auch eine On-Ramp für Geld, also Euro oder ähnliches, in dieses Bitcoin-Ökosystem rein, in dem Fall Retail und institutionelles Geld. Spannend auch, dass das rechtliche Fundament in Deutschland geschaffen wurde. Was Sie hier sehen, ist ein Screenshot von letztem Jahr. Was hier vorgezeichnet wurde, ist eine neue Das ist ein neues Gesetz, was seit 1. Januar schon in Kraft ist, also seit 4, 5 Monaten jetzt in Kraft. Und das ist das rechtliche Fundament, damit quasi die Verwahrung von Kryptowährungen BaFin legitimiert sind. Und das ist interessant, weil diese Gesetzesänderung jetzt dazu geführt hat, dass 40 Finanzinstitutionen aus dem In- und Ausland bei der BaFin dabei sind, diese neue Lizenz zu beantragen. Das ist die Kryptolizenz. Aber dadurch, dass eben Stand heute vor allem der Bitcoin und Ethereum relevant ist, kann man auch zynisch sagen, das ist die Bitcoin-Lizenz, die hier geschaffen wurde, weil ja die anderen Kryptowährungen gar nicht so sehr relevant sind. Also kann man natürlich bestreiten, aber formell würde ich es jetzt eher Kryptolizenz bezeichnen, was hier passiert ist. Hier, wie gesagt, 40 Banken und Finanzorganisationen aus dem In- und Ausland wollen diese Lizenz. Natürlich wollen diese Organisationen früher oder später mit Digital Assets was machen, aber kurzfristig gibt es noch keine Digital Assets. Kurzfristig sind Digital Assets Kryptoassets. Das zeigt die Empirie, weil eben die größten Ökosysteme, die Blockchain-basiert Geld abwickeln, eben die vorher genannten Top 3, Top 5 Kryptowährungen sind. Das Gesetz ist in Kraft und das Spannende an diesem Gesetz ist, dass es für ein relativ interessantes Sentiment geführt hat. Viele Banken in Deutschland hatten auch durch den Staat angeregt vor Jahren so eine Art
Kryptowährungsban intern. Ja. Commerzbank, Deutsche Bank und ähnliche durften jahrelang mit Kryptowährungen nichts zu tun haben. Das war so Common Sense in der Finanzindustrie, wurde aber auch politisch so gewünscht. Und jetzt quasi ändert sich der Wind, der Staat in Form von Finanzministerium und auch BaFin sagt, es ist in Ordnung, wenn ihr jetzt mit Kryptowährungen hantiert. Hier ist unser Gesetz. Wenn ihr euch daran haltet, Sie sehen es gerade vor sich, wenn ihr euch daran haltet, hier Geldwäsche und ähnliches, dann könnt ihr gerne mit Kryptowährungen hantieren und ihr könnt sogar als Asset Manager Kryptowährungen im Namen Dritter investieren. Und folgerichtig passiert jetzt das vorher schon erwähnte, dass eine kleine Frankfurter Wertpapierhandelsbank beginnt, dieses Bitcoin-Desk für institutionelle Investoren zu öffnen. Das ist jetzt genau die logische Konsequenz nach dem Gesetz. Gesetz ist erzeugt, Legitimität ist da, Software entwickelt sich, Rechtsanwälte verstehen es, Banken fangen an, Entscheidungen dieser Art zu treffen, also zunächst mal kleine Banken und dann jetzt 4, 5 Monate später ist das Produkt so langsam reif, sodass man einen ersten Broker hat, inklusive rechtlicher Lizenz und inklusive entsprechender Software, damit Bitcoins für institutionelle Investoren gekauft werden können. Dieses Gesetz wird international sehr in der Blockchain-Szene sehr, sehr große Bedeutung beigemessen. Hier sehen Sie es, New Law makes Germany Crypto Heaven. So wird quasi dieses deutsche Gesetz im Ausland, also in der ausländischen Blockchain-Szene, muss man sagen, wahrgenommen, weil es eben letztendlich die Legitimität seitens des Staates darstellt, dass sich Finanzorganisationen mit Kryptowährungen beschäftigen dürfen. Das ist in Ordnung, sofern eben bestimmte rechtliche Regelungen, Geldwäsche, Besteuerung und ähnliches eingehalten werden. Damit ist Deutschland im Übrigen innerhalb der EU führend. Außerhalb der EU wäre jetzt die Schweiz und die Liechtensteiner, die sind noch ein bisschen weiter, aber innerhalb der EU ist Deutschland damit tatsächlich führend. Das kennt man als Deutscher so ja gar nicht, dass Deutschland mal in einem technischen Bereich innerhalb der EU ganz vorne ist. Sicherlich die Chinesen machen auch viele Dinge, ist aber ein bisschen intransparent. Aber ansonsten ist es auch schön, dass gerade hier dieses Gesetz so eine gute Basis geschaffen hat. Das Thema Verwahrung von Digital Assets oder auch von Crypto Assets ist schlicht und ergreifend eben die Basis, damit quasi unten die IT-Sicherheit technisch und rechtlich gut gemacht ist. Deswegen finde ich persönlich dieses Gesetz auch gut, weil es halt ein gutes rechtliches Fundament ist, was obendrauf dann natürlich auch den Anlegerschutz erhöhen müsste. Das hier war am 12. Mai, jetzt war ich noch das Datum, das war vorgestern, wo JP Morgan seine Bankdienstleistung jetzt auch erweitert hat für Bitcoin-Börsen. Das heißt, da sieht man auch, das Thema Bitcoins kommt so langsam, wo der ganze Kryptobereich kommt aus der Schmuddelecke heraus. Sie mögen sich noch an diesen Satz hier erinnern, das war, glaube ich, vor 2 oder 2,5 Jahren, als der JP Morgan CEO Jamie Dimon gesagt hat, Bitcoin ist Betrug. Ja, das heißt, zwischen dem hier vorgestern und dem hier vor 2 Jahren hat dann doch einiges an Umdenken ist passiert. Jetzt zum Abschluss, ich glaube, das ist die letzte oder die vorletzte Folie, möchte ich einfach nochmal kurz die Historie darstellen, wo wir herkommen und wo wir jetzt auch hingehen. Einfach auch, um das Thema nochmal abzuschließen, ist die Welt in der Lage, eine höhere Nachfrage nach Bitcoin zu erzeugen und natürlich auch in das System rein zu routen, sodass eben dann folglich der Bitcoin-Preis überhaupt steigen kann, sodass dann auch dieses Stock-to-Flow-Model überhaupt erfüllt werden kann. In der Vergangenheit muss man hier schon klar sagen, ist das ganze Kryptowährungssystem aus Ökosystem ausschließlich von Retail-Investoren angetrieben worden. Seit 11 Jahren ist das der Fall. Retail-Investoren melden sich bei 1, 2, 3, 4, 5 Kryptobörsen an und kaufen dann dort Bitcoins oder Ethereum oder andere Assets. Ist natürlich für Krypto, für Einzelpersonen so in Ordnung, aber für den institutionellen Bereich, Asset Manager und so weiter, geht es natürlich so nicht. Die Kryptowährungsbörsen sind teilweise Startups, wackelig, Verwahrung nicht klar, gab viele Hackerangriffe, sitzen im Ausland und so weiter. Das heißt, ein bisschen schmuddelig, wenn man das mal so zusammenfasst. Aber jetzt passiert was ganz Interessantes. Erste Startups haben begonnen, vor 1, 2 Jahren Order-Routing-Systeme zu programmieren. Das heißt, man hat eine API, eine Schnittstelle und im Hintergrund werden 100 oder 150 Kryptobörsen angeschlossen. Das heißt, ich habe ein aggregiertes Orderbuch, eine aggregierte Schnittstelle und kann quasi damit auch größere Orders in den Markt geben, ohne dass ich an einzelnen Börsen die Preise verzerre. Das heißt, ich möglicherweise geht der Preis hoch bei einer großen Order, aber wenn, dann eben überall. Und damit habe ich effizientere Marktpreise, geringere Spreads,
regulatorische Sicherheit, auch Best Execution Preise sind dann natürlich denkbar und der Handel ist innerhalb von ein paar hundert Millisekunden abgeschlossen, wohingegen das bei den Retail-Investoren nicht erforderlich ist und auch gar nicht geht, ja. Es gibt wahrscheinlich Stand heute in der Schweiz, glaube ich, ein so ein Order-Routing-System und in Deutschland gibt es, glaube ich, zwei Startups, die das anbieten und die vorher erwähnte Wertpapierhandelsbank, die arbeitet eben genau mit so einem Order-Routing-System-Hersteller zusammen, weil dort die technische Infrastruktur bereitgestellt wird. Und damit wird die Wertpapierhandelsbank zu einem Broker, der die technische Infrastruktur jetzt quasi eingekauft hat und natürlich hier dargestellt die rechtliche Regulatorik schon erfüllt mit der Broker-Dealer-License. Und damit im Prinzip entstehen jetzt so langsam die ersten institutionellen Broker, die quasi Investoren ermöglichen, über die normale Broker-Dealer-Struktur Kryptowährungen zu kaufen. Eine andere Variante ist quasi, dass ich den Bitcoin verpacke in ein Wertpapier hinein, also quasi ich erzeuge ein Bankable Asset, indem ich Bitcoin securitize, zum Beispiel wie das die Bank von Tobel vor Jahren schon gemacht hat als Zertifikat. Ein guter erster Test, sicherlich nicht tauglich für alle. Jetzt gibt es so langsam die ersten ETNs und ETPs, wo quasi der Bitcoin auch in eine Exchange-Traded Note oder ein Exchange-Traded Product eingebaut wird. Das war, daran ist die deutsche Börse gerade zumindest jetzt mal interessiert, ja. Und Gleiches wird jetzt gemacht mit anderen Kryptowährungen, dass jetzt auch Ethereum, Neo, Ripple und so weiter zu einem Bankable Asset gemacht wird. Ist natürlich irgendwo absurd, normativ betrachtet, den Bitcoin zu nehmen, in ein Special Purpose Vehicle reinzupacken, ETH drauf zu pappen, damit es quasi in einem Core Banking System gebucht werden kann. Allerdings ist natürlich das Core Banking System ein System, was seit Jahren, Jahrzehnten in Betrieb ist. Und zuerst wird sich der Bitcoin anpassen müssen oder die Kryptowährung, bevor sich das Core Banking System anpasst. Deswegen ist diese Taktik momentan vielfach zu beobachten. Es gibt wahrscheinlich in Deutschland ein Startup, was Kryptowährungen als Bankable Asset formiert und in der Schweiz gibt es zwei. Ein ETF ist es noch nicht, das fehlt noch, aber man ist jetzt schon vom Zertifikat auf ETN und ETP-Ebene gekommen und jetzt irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren kommt das ETF dann wahrscheinlich noch hinterher. Und da sehen Sie, das ganze Thema klettert die Leiter hoch, der Anlegerschutz wird technisch verbessert durch Order-Routing-Systeme, wird rechtlich verbessert durch die entsprechenden Lizenzen. Das Thema Accounting ist dann möglich, indem es in die Core-Banking-Systeme von Asset-Managern eingebaut werden kann. Und damit kann man schon annehmen, dass zumindest mal die Infrastruktur gebaut wird, dass ich die Nachfrage nach dem Bitcoin erhöhen kann. Ob aber dann Investoren am Ende die Entscheidung treffen, in den Bitcoin zu investieren, dazu gibt es momentan noch so gut wie keine Informationen. Wir machen da gerade eine Studie mit 20, 30 Asset Managern, die wir sehr lang und ausführlich interviewen, wie deren Kenntnisstand ist, ob die sowas planen oder auch nicht. Aber das wird erst in zwei, drei Monaten fertig sein. Ja, das ganze System entwickelt sich ja auch noch. Genau, war tatsächlich die letzte Folie. Genau, damit möchte ich schließen. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen heißer geworden. Ich hoffe, Sie hören es nicht so sehr. Dieser QR-Code hier führt zu meinem LinkedIn-Profil, wenn Sie da mit mir in Kontakt treten wollen. Und ansonsten funktioniert natürlich auch die E-Mail oder auch LinkedIn oder auch Twitter. Die Postadresse, glaube ich, verwendet jetzt zunehmend keiner mehr. Aber steht jetzt hier noch da. Das ist so eine Art Legacy-Folie aus dem letzten Jahr noch vor Corona-Zeit. Genau. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Wir können, wenn Sie wollen, natürlich gerne noch Fragen beantworten, wie Sie, Frau Olschinger-Rettig, das auch oder Herr Probst, wie Sie das gerne sich wünschen würden. Ja, Herr Professor Söntner, ganz herzlichen Dank. Das war eine sehr interessante Präsentation und denke ich, hat schon eine ganze Reihe von Fragen beantwortet. Wir haben auch Fragen aus dem Publikum gekriegt, da gehe ich gleich drauf ein. Ich möchte aber doch noch einmal kurz auf eine meiner Fragen zurückkommen, die ich eingangs gestellt hatte. Wenn wir jetzt hier auch institutionelle Investoren im Auditorium haben und die sagen, naja, das klingt ja so ganz verheißungsvoll, mich würde das mal interessieren. Was ist denn Ihr Vorschlag? Wie geht ein institutioneller Investor am besten um, wenn er denkt, er würde gerne Geld investieren hier in Kryptoassets?
Also ich glaube, das erste ist, sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Viele Leute zweifeln nach wie vor an den Bitcoin. Viele Leute halten das immer noch für Unsinn. Viele Leute halten das für die Tulpenblase. Viele Leute sagen immer noch, wenn sie einen Bitcoin gekauft haben, haben sie ja auch das Gefühl, nichts erworben zu haben. Das stimmt ja auch, aber dieses Nichts zu besitzen ist ja der Schlüssel, weil Bitcoin ist dematerialisierte Knappheit. Das heißt, bei Gold können Sie diese Knappheit anfassen. Das ist das Goldmetall. Bei Bitcoin ist es so, dass diese Knappheit elektronisch generiert wird. Das heißt, nichts zu besitzen ist der Schlüssel zum Verständnis. Das heißt, wer sagt, er hat bei Bitcoin ja eigentlich nichts gekauft, der hat es noch nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil letztendlich dieses Nichts der Schlüssel ist, weil die Knappheit elektronisch erzeugt wurde. Und deswegen ist, glaube ich, zu Ihrer Frage, das klar zu beantworten, man muss sich erstmal intensiv mit dem Thema beschäftigen. Niemand würde investieren in eine Asset-Klasse, die er nicht kennt, die er nicht versteht. Alle würden investieren in Aktien, Gold, Anleihen, weil das natürlich Instrumente sind, die seit Jahrzehnten bekannt sind, die an den Universitäten ausgebildet wurden, wo Ratingagenturen ihre Zahlen draufschreiben und, da zweifelt niemand mehr dran. Bei Bitcoin ist es für viele Leute noch nicht so ganz klar, wie das alles funktioniert, mit neuer Order-Infrastruktur, neuer Lizenz, neuen Brokern, ist ja alles neu. Deswegen kann man jedem auch, ehrlich gesagt, glauben, wenn er sagt, er tut sich schwer mit einer komplett neuen Asset-Klasse, mit einer komplett neuen Infrastruktur. Und deswegen hilft, ehrlich gesagt, nur, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Und was ich immer schon jetzt mal beobachtet habe, ist, dass Leute, die es interessant finden, die kaufen oftmals privat zunächst mal für 10, 20 € einen Bruchteil eines Bitcoins bei der Börse Stuttgart, bei der Bison zum Beispiel. Meine Frau, meine Schwester, da gilt überall das Gleiche. Die probieren das mal aus mit 20, 30 € und gucken, ob das Geld noch da ist am nächsten Tag. Und wenn das noch da ist, dann machen sie eine Woche später 200 oder 300, weil sie dann so langsam beginnen, dieser App, in dem Fall Börse Stuttgart, der Technologie, dem Bitcoin zu vertrauen. Manche Leute haben dann Skin in the Game, die fangen sich dann an einzulesen, lesen tonnenweise Papers, schauen sich YouTube-Videos an und beginnen so langsam diese Asset-Klasse zu verstehen. Und erst wenn das Verständnis da ist, dann würde jemand eigentlich beginnen, auch fremdes Geld anzulegen. Ja, das heißt, viele Leute fangen an, Kleinstbeträge selber anzulegen, um sich dem Thema mal inhaltlich zu nähern. Und erst dann, wenn über Monate hinweg das Vertrauen erzeugt wurde, dass der Bitcoin noch da ist und nicht verschwunden ist, dann erst entsteht ja auch in meinem Gehirn die Bereitschaft, möglicherweise anderen Leuten das nahezulegen oder auch fremdes Geld anzunehmen, um das zu investieren. Und da sehen Sie, das ist ein Prozess, das dauert Wochen oder Monate, weil eben in dem Bitcoin-Ökosystem sehr viel neu ist. Das Asset ist neu, die Technik ist neu, die Firmen sind neu, die Order-Infrastruktur ist neu, die Banken sind neu, da ist nichts mehr, wie es früher war. Und das führt natürlich, das ist nicht sonderlich vertrauensstiftend am Anfang. Aber was vertrauensstiftend ist, ist quasi das eigene Research, sich selber mit dem Thema zu beschäftigen und dann einfach tiefer einzutauchen. Einen anderen Weg wird es nicht geben. Gut. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich komme jetzt mal auch auf Fragen aus dem Publikum. Eine hiervon ist: Welchen Einfluss erwarten Sie von Quantencomputern, Shor-Algorithmus, auf die Sicherheit bei der Verwahrung von Kryptowerten? Eine Frage von Herrn. Genau, also es ist schon so, dass der Quantencomputer ein erhebliches Risiko dasteht für die SHA-256-Funktion, die momentan überall verbaut wird, in jeder Kryptografie-Anwendung. Aber wenn der Quantencomputer kommt, dann ist Bitcoin das kleinste Problem, was wir haben, weil jedes Handy, ihr Computer, der Bankautomat, Online-Banking hat überall die SHA-256-Funktion drin, dann ist nichts mehr sicher, dann explodiert die gesamte Welt, wenn der Quantencomputer über Nacht kommt und dann ist Bitcoin das kleinste Problem, was wir haben. Ich persönlich Kurs ist aktiviert. Mein ich glaube persönlich, dass während wir das diskutieren, zahlreiche Forscher sich natürlich mit dem Quantencomputer beschäftigen, auch Kryptografen sich mit dem Thema beschäftigen. Und früher oder später wird in den Computer, in das Handy, alle möglichen Geräte, wo eben diese Kryptografie erforderlich ist, eine dann quantensichere Kryptografiefunktion eingebaut werden. Genauso wird es auch bei den Bitcoin früher oder später erforderlich sein. Und deswegen ist das Risiko, die Frage ist gut, das Risiko ist berechtigt, aber wird sich in den nächsten Jahren sicherlich noch nicht materialisieren. Deswegen glaube ich, dass bevor sich dieses Risiko materialisiert, wird der Bitcoin-Preis erstmal um Faktor 2, 5 oder 10 steigen. Das ist eher wahrscheinlich als das Risiko, was durch den Quantencomputer eintritt. Okay.
Eine Frage ist, erlaubt die derzeitige Infrastruktur hohe Platzierungsvolumina von institutionellen oder kann dies nicht gestemmt werden? Klammer auf, hohe Spreads, Rückzug von Market Makern etc. führen zu Liquiditätsproblemen? Fragezeichen. Und dann können Sie noch kurz die Investitionsmöglichkeiten in Deutschland bezüglich Security Token Offerings erläutern. Das ist ja doppelt. Okay, ja, gerne. Also welche Investitionsvolumen sind möglich, ohne quasi den Markt zu verzerren? Die Frage ist absolut richtig. Die Frage ist natürlich, was ist groß, ja? Also ich weiß, dass man unkompliziert Orders unterkriegt von mehreren Millionen. Wenn man dann die Orders zerstückelt auf mehrere Stunden und geografisch mit einem guten Order-Routing-System geografisch weltweit verteilt auf 100 Kryptobörsen, dann sind also wenn ich es geografisch und zeitlich ein bisschen verteile, dann kriege ich auch Dutzende von Millionen unter, ohne dass sich der Preis jetzt also wirklich sprunghaft nach oben bewegt. Das wird auch heute schon gemacht. Ich kriege halt das nicht in eine einzelne Order rein, sondern muss das geografisch und zeitlich slicen, dann ist das möglich. Vorher hatte ich ja auch die Zahl mal gezeigt, das Volumen auf 24 Stunden gerechnet sind mehrere Dutzend Milliarden US-Dollar, das ist das Volumen auf 24 Stunden gerechnet. Also da kann man schon was damit anfangen, sonst würde sich die deutsche Börse auch nicht damit beschäftigen. Aber der Pensionsfonds, der jetzt quasi beginnen muss, 2 Milliarden anzulegen über Nacht, für den ist das Ganze natürlich noch nichts, ja. Und Security Tokens kennt man natürlich aus den Medien. Ich finde es auch intellektuell sehr spannend. Es gibt auch die ersten Handvoll Projekte, auch sogar nach deutschem Recht, also in dem Fall Schuldverschreibungen. Aber wenn Sie da mal reinschauen in den Wertpapierprospekt, wenn Sie anschauen, was das für wackelige Geschäftsmodelle sind, würde eigentlich also kein erfahrener Investor hier investieren. Dementsprechend waren die Fundraisings von Security Tokens bis heute auch nicht groß erfolgreich. Es gibt weiterhin auch nur so 10, 20 Stück in Deutschland und dementsprechend ist es schon so, dass die Security Tokens früher oder später kommen werden. Das ist absolut klipp und klar erkennbar. Aber es wird sicherlich noch 1, 2, 3 Jahre brauchen, bis die Security Tokens also wirklich abheben. Ich weiß, dass alle Banken immer Security Tokens machen wollen und alle Banken wollen sich mit Digital Assets beschäftigen. Aber Fakt ist, der Markt ist nicht da, die Investoren sind nicht da, die Geschäftsmodelle sind noch nicht da, die Infrastruktur ist noch nicht da, das ist noch gar nichts da. Security Tokens ist was für 2022 und später, würde ich sagen. Was jetzt kurzfristig kommt, 2020 und 2021, ist aus meiner Sicht wieder eine Handvoll der genannten Kryptowährungen, die sich gut entwickeln müssten. Dann das Thema Decentralized Finance ist so langsam im Entstehen begriffen, ist spannend. Dann haben Sie den digitalen programmierbaren Euro und relevante Geschäftsmodelle. Das poppt jetzt so langsam dieses Jahr und nächstes Jahr auf. Facebook Libra poppt auf. Aber die Security Tokens, die auch sehr stark von den Medien durchs Dorf getrieben wurden, sind spannend. Das wird kommen. Aber ich glaube, vor 2022 muss man sich nicht ernsthaft damit beschäftigen. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ja, vielen Dank. Noch eine andere Frage. Was ist Ihre Prognose bezüglich der Korrelation zu traditionellen Investments? Wird sich die Korrelation des Bitcoins zu traditionellen verschieben, Klammer auf, Positivverschiebung. Ein bisschen was zur Korrelation hatten Sie vorhin schon noch gesagt. Vielleicht können Sie aber auch noch mal auf die Korrelation mit anderen Assetklassen eingehen, also nicht nur Aktien. Also ich sage jetzt, das ist natürlich meine persönliche Meinung. Und die ist natürlich auch ein bisschen eingefärbt. Sie merken das an dem ganzen Vortrag. Ich bin eher pro als contra. Und deswegen, ich sage Ihnen gerne meine Meinung, auch wenn das vielleicht manche Leute jetzt als jetzt sicherlich skeptisch sein werden. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Bitcoin-Kurs und auch Ethereum und sich und die anderen Top 10 Kryptowährungen sich dieses Jahr sehr positiv verändern wird. Das merke ich an dem Interesse, das merke ich an den On-Ramps, die gebaut werden. Das sind Zahlen ausgedrückt, halte ich es für möglich, dass innerhalb von 12 oder 24 Monaten der Bitcoin-Preis sich verzehnfacht. Ich weiß, manche Leute schütteln jetzt mit dem Kopf, aber ich halte es für möglich. Und da ist natürlich auch die Corona-Krise, das Fluten der Märkte mit Geld, der Anlagedruck bei Family Offices, also kleineren institutionellen Investoren, dann der Bau von Order-Infrastruktur, Wertpapierhandelsbanken, die aktiv werden. Wenn man das alles zusammen zählt, dann beschleunigt sich hier die Möglichkeit, dass Nachfrage nach diesem Wert entsteht.
Aber wenn der Preis natürlich steigt, egal ob von 10.000 auf 15.000 oder von 10.000 auf 20.000 oder sowas, dann ist das definitiv unkorreliert mit anderen Assetklassen, weil andere Assetklassen eben nicht um Faktor 2, 5 oder 10 steigen werden. Deswegen glaube ich, dass aufgrund dieser Herleitung die mittelfristige Korrelation weiterhin sehr niedrig bleiben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Aktien in Gänze sich Faktor 2, Faktor 5 entwickeln aufgrund der Corona-Thematik in den nächsten 2 bis 5 Jahren. Trotzdem glaube ich, dass also die Korrelation wird sicherlich höher sein, aber nicht über 50% oder über 60%, das glaube ich nicht. Eher so zwischen 30 und 50%, denke ich mal, weil kleinere Marktbewegungen sich bei größeren Assetklassen dann synchronisieren. Das hat man bei dem Corona-Crash gesehen. Das wird weiterhin passieren. Das heißt, mittelfristig wird die Korrelation tendenziell kleiner sein, so also auf kurzfristig gerechnete Korrelation wird sie größer sein aufgrund von synchronen Marktbewegungen, das glaube ich schon. Aber wenn der Bitcoin tendenziell hochgeht und andere Assetklassen wie Aktien aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten eher stagnieren, dann würde das dafür sprechen, dass die langfristige Korrelation weiterhin niedrig bleibt. Also das wäre jetzt mal meine Abschätzung, die hier wahrscheinlich denkbar ist. Und das gilt für alle Assetklassen, egal ob Aktien, Anleihen oder ähnliches. Vielleicht nimmt irgendwann die Korrelation zu Gold zu. Das wäre auch noch denkbar, schwierig vorherzusehen. Ich glaube, was halt auch noch passieren kann, ist, dass man aufgrund der ganzen Wirtschaftskrise und der ganzen Notenbankaktionen jetzt quasi eine Abschwächung aller Währungen traditioneller Art sehen wird. Euro, Dollar, Franken, Pfund, alles. Das heißt, die Kaufkraft geht runter, Inflation geht hoch. Allein schon dieser Effekt könnte dazu führen, dass die Korrelation ansteigt, ja, weil quasi das Geld muss irgendwo hin. Das geht ein bisschen in Bitcoin, das geht sehr stark in Aktienmärkte. Das heißt, allein aufgrund dieses Effekts, ja, sieht man ja heute schon, dass die Aktien, obwohl düsterster Vorhersagen, nicht abgestürzt sind, immer noch nur -20% im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau. Das kann ja eigentlich nicht sein. Das sind die Notenbanken, die hier den Markt überfluten. Dieses Geld muss irgendwo hin. Das heißt, dieser Effekt kann indirekt dazu führen, dass sich die Korrelation aufgrund einer Inflation von Vermögenswerten eigentlich höher entwickelt, als man es normativ eigentlich erwartet hätte. Aber Sie erkennen schon, das sind extrem spekulative Aussagen, sind Meinungen. Gibt keine soliden Studien zu dem Thema, weil sich alles auch so schnell entwickelt. Und deswegen müssten Sie natürlich hier 10 Leute, 20 Leute, 30 Leute befragen. Und dann haben Sie eine mittlere Meinung, die vielleicht der Wahrheit entspricht. Ich beanspruche auch in keinster Weise hier da die Wahrheit vorherzusehen. Das ist unmöglich bei der Geschwindigkeit und der Dynamik. Ja, das ist schon fast ein wirklich gutes Schlusswort, denn ich meine, es wird klar, man wird sich zu diesen Themen sehr regelmäßig in der Zukunft immer wieder austauschen müssen, eben weil einfach unglaublich viel Bewegung in den Themen drin ist. Und eines Tages werden wir all diese Fragen beantworten können zur Korrelation zu den einzelnen Assetklassen. Ich denke, es bleibt ein spannendes Thema und wir werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Denn wie gesagt, der BAI ist immer auch daran interessiert, Assetklassen vorzustellen, die vielleicht ihren Weg überhaupt noch vor sich haben. Und dabei möchte ich es belassen. Ich glaube, wir haben nicht ganz alle Fragen beantwortet, aber doch immerhin die meisten. Diejenigen, die jetzt nicht zum Zuge gekommen sind, würde ich bitten, sich vielleicht direkt mit Professor Sandner in Verbindung zu Gerne. setzen. Zeit ist jetzt aber leider rum. Und Herrn Professor Sander möchte ich ganz herzlich danken für diese Ausführungen und ich hoffe, Sie alle natürlich bald wieder in unseren Webinaren zu hören. Machen Sie es gut, einen schönen Tag noch. Vielen lieben Dank, ja. Wiedersehen.